Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück heute zu diesem kurzen, kompakten Video. Und ihr habt schon im Titel gelesen, heute geht es um das Thema, wie bereite ich mein Fahrzeug für die nächste Versiegelung vor? Und auch spiele es ja ganz eng zusammen mit meinen Tests. Ich mache ja ganz viele Produkttests und muss natürlich auch immer gewährleisten, dass die Rückstände von den alten Versiegelungen auch runter sind. Natürlich kann man das ganze Auto jedes Mal polieren. Mache ich auch hin und wieder mal, dass ich das Ganze einfach mit Finish-Politur abziehe. Aber manchmal muss es einfach auch ein bisschen schneller gehen. Und da habe ich einfach die Möglichkeit hier in der SB-Box, oder ihr könnt das natürlich auch bei euch an den möglichen Plätzen machen, wo ihr das durchführen dürft, einfach mit Chemie zu arbeiten, mit einem guten Vorreiniger. Und ich zeige euch mal meine Technik, weil manchmal reicht einfach nur Aufsprühen und Abstrahlen nicht aus. Ich zeige euch mal eine ziemlich sichere Technik, wo das bei mir eigentlich immer sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Und das habe ich eben alles mitgebracht. Diese Sachen hier werdet ihr vielleicht aus den letzten Videos noch kennen. Ich habe ja hier einen kleinen Langzeittest gestartet gehabt und nochmal das Update für euch gefilmt. Schaut es euch gerne nochmal an hier zur Mansana Ceramic Spray Sealant Variante im Vergleich zum Sonax und so weiter. Und da haben wir ja, ich blende euch mal ein Bild ein, beziehungsweise einen Videoausschnitt, da haben wir ja mit dem Shampoo 2 als Schaum vorgereinigt. Und das hat natürlich das Produkt hier, zum Beispiel das Sonax, überhaupt nicht interessiert. Dann haben wir auch nochmal drüber gewaschen. Hier unten steht noch der Eimer, ist am selben Tag gefilmt. Na, hat es auch überhaupt nicht interessiert. Hier drin haben wir jetzt aber mal etwas andere Chemie. Hier habe ich jetzt einen Vorreiniger drin. Ihr könnt Folgendes machen. FX Protect Gravity hat sich bei mir extrem gut geschlagen, was das angeht. Das Citrus Pre-Wash Oil von Shiny Garage, das sind so meine absoluten Vorwaschfavoriten. Ihr könnt auch Sonax Multistar nehmen, den müsst ihr aber etwas höher dosieren. Der ist natürlich von der Stärke her auf jeden Fall auch gut, aber kommt nicht an die anderen beiden so richtig ran. Deswegen müsst ihr da ein bisschen höher dosieren. Also vielleicht hier, wenn ihr jetzt, ich habe jetzt ungefähr 500 ml hier drin Wasser. Beim Multistar macht ihr hier so 50 ml, das sollte eigentlich reichen. Das ist schon eine sehr, sehr starke Mischung. Hier habe ich jetzt 500 ml Wasser und 20 ml vom FX Protect Gravity drin. Und ich zeige euch mal meine ganz einfache Variante, wie ich dann hier die Versiegelung vom Lack runterhole. Denn das funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Ja, alles, was ihr dazu braucht, ist entweder ein Schaum- oder Drucksprüher. Ich habe jetzt hier mal den Drucksprüher mitgebracht von Solo. Ihr könnt das Ganze auch in Schaumsprüher machen. Dazu habe ich euch auch schon ein Video gemacht. Da hatte ich das Gravity im Schaumsprüher drin. Hat auch sehr, sehr cool funktioniert. Auch da kommt nochmal ein Update. Für was entscheide ich mich am Ende? Nehme ich einen Drucksprüher oder Schaumsprüher? Da gebe ich auf jeden Fall auch nochmal ein Feedback. Jetzt hier habe ich noch das Ganze im Drucksprüher drin. Pump mal einmal auf. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass das Fahrzeug vorher echt gereinigt wurde. Also wir gehen jetzt hier nicht mit dem Waschhandschuh und dem Vorreiniger drauf auf einen total verdreckten Lack, um die Versiegelung runter zu machen, sondern hier in dem Fall ist die Front schon gewaschen. Mir geht es jetzt hier mal beispielsweise für euch in dem Video um die Front, also die Motorhaube, oder ja, nennt man das hier noch Motorhaube beim Elektroauto? Nennen wir das einfach Klappe. Also hier haben wir noch Rückstände von der Mansana Sprühversiegelung und vom Sonax da drüben. Ist noch richtig, richtig stark drauf. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das zuverlässig bei mir hier ganz schnell erledige. Dass das ADBL Shampoo das nicht angelöst hat, ist ja sehr, sehr erfreulich. Aber wenn wir das Ganze jetzt hier mal mit dem Gravity einsprühen. Und natürlich auf den sauberen Lack, ganz klar. Und jetzt können wir uns auch noch ein bisschen was hier auf den Handschuh drauf sprühen. Hier ist noch ein bisschen ADBL Shampoo 2 noch mit drin, überhaupt kein Problem. Dann waschen wir jetzt hier einfach drüber, und zwar direkt mit dem Waschhandschuh. Aber auf dem sauberen Lack, Leute. Es geht jetzt nur noch darum, die Versiegelungsrückstände zu entfernen. Und dazu gehen wir einfach drüber. Und die Kombination von Chemie und mechanischer Einwirkung mit dem Waschhandschuh sorgt in 98% der Fällen dafür. Außer bei einem ganz frischen Brilliant Shine Detailer, bei einem ganz frischen Synthetic Spraywax und bei einem ganz frischen Fusocoat. Da muss ich noch mal eine zweite Runde machen. Aber ansonsten, oh, das riecht richtig, die Kombination zwischen Shampoo 2 und Gravity riecht ja mal richtig krass. Das ist ja ein ganz wilder Multivitamin-Duftcocktail hier. So. Schön drüber gewaschen. Je nachdem, ihr müsst auch nicht zu oft drüber gehen, je nachdem, wie stark die Versiegelungen halt noch sind. Und das Sonax war halt noch sehr, sehr stark. So, und jetzt ohne Schnitt gleich mal hier mit Glanzspülen drüber. Schauen wir mal, was funktioniert hat direkt. Ja, Sonax hat sich verabschiedet. Und da, wo wir nicht drüber gewaschen haben, hier an der Seite, könnt ihr das noch mit im Video sehen. Doch, kann man sehen. Ich sprühe nochmal drauf. Also ja, 98% hat sich hier komplett erledigt. Ja, und ihr seht schon und hört vielleicht auch schon hinter mir wieder viel, viel Action. Langsam füllt sich hier die SB-Box. Ich mache mich dann langsam wieder auf den Heimweg. Aber ich glaube, vielleicht schaffe ich noch ein Video, weil im Moment sieht es gut aus. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen.
Ach gut, nicht schlimm. Gehen wir wieder schön unter das Dach. Und ja, mein Feedback dazu. Schreibt mal rein, was ihr an Versiegelungsentfernern nutzt. Nutzt ihr vielleicht auch das Meguiar's Wash Plus regelmäßig? Poliert ihr jedes Mal das Fahrzeug? Nutzt ihr die ganze Sache chemisch? In den Waschhandschuh reinsprühen, geht sehr, sehr schön. Och, Gott sei Dank gibt es hier ein Dach drüber. Jetzt kommt eine richtig schwarze Wolke gerade hier. Also da auf jeden Fall mal euer Feedback da lassen. Und ich warte jetzt, bis der Regen hier durch ist, beziehungsweise diese böse, dunkle Regenwolke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und ihr seht gerade hier, kommt gerade richtig der Regenschauer. Ich hoffe, die Frau schafft das da noch mit aussaugen, weil es wird gerade, oh, es regnet gerade schönes Auto rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ja, bei Fragen bleibt ansonsten alles wie immer unten verlinkt. Bei Fragen gern hier bei WhatsApp einfach mal kontaktieren, falsche Seite. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich muss mich jetzt, glaube ich, erstmal ins Auto verkriechen, weil es wird gerade sehr, sehr nass. Haut rein, lasst einen Daumen nach oben da, euer Sebastian. Ciao.